Man hatte dann auch Gurte, die wurden von mehreren Lehrern benutzt. Jimmy Ballard hatte einen, bei dem der linke Arm festgebunden wurde. David Ledbetter hatte einen, da wurden gleich beide Arme festgebunden an den Körper. Lernen im Zeitraffer mit Videos von Oliver Heuler. Eine Serie zum Thema Mythen beim Golf wäre natürlich nicht komplett, wenn ich nicht über den linken Arm sprechen würde. Der linke Arm hat eine Evolution durchgemacht bei den Golflehrern. Früher gab es fast nichts Wichtigeres, als dass der linke Arm die ganze Zeit gerade gehalten wurde. Und das wurde den Schülern eingeimpft, ganz extrem, damit das keiner vergaß. Der muss gerade bleiben. Und dann gab es so eine Phase, in der zum Beispiel Jimmy Ballard gesagt hat, ja, gar nicht so wichtig, weil wenn der hier oben krumm ist, der wird ja nach unten wieder gerade gezogen. Und dieses gerade Halten, das Extreme, das sorgt eher dafür, dass die Leute ihre Arme vom Körper trennen. Also so, dass die sich eben losgelöst bewegen. Und dann sah man häufiger wieder Golfschwünge, die so aussahen, dass da ganz viel seitliche Bewegung war und der Arm eher so ein bisschen kuschelig am Körper dran gehalten wurde. Man hatte dann auch Gurte, die wurden von mehreren Lehrern benutzt. Jimmy Ballard hatte einen, bei dem der linke Arm festgebunden wurde. David Ledbetter hatte einen, da wurden gleich beide Arme festgebunden an den Körper. Und dann war das eben nicht mehr so wichtig. Und jetzt gibt es wieder eine Phase, ich gehöre auch zu diesen Lehrern, die den geraden linken Arm eher wieder betonen. Und zwar betone ich ihn deshalb häufig, weil ich sehe ganz häufig, dass er eben da unten im Treffmoment nicht gerade ist. Und das ist sehr wohl ein Problem. Man kann damit ganz gute Bälle schlagen, wenn man es schafft, genau im richtigen Maße kleiner zu werden und den linken Arm anzuziehen. Und genau so sehen auch viele Leute aus. Wenn man dann hin und her schaltet zwischen Ansätzen und Treffmoment, dann sieht man häufig Ansätzen so, Treffmoment, Arme gebeugt und Körper ein bisschen kleiner. Aber das kostet eben Länge. Und deswegen finde ich einen geraden linken Arm sehr wichtig. Die Frage ist nur, wird der unten gerader, wenn er oben gerader ist? Und das ist häufig nicht der Fall. Also das heißt, wenn ich jetzt jemanden sehe, der hat ihn oben krumm und unten krumm, dann kann es durchaus sein, dass ich dem mal sage, oben nichts verändern, sondern hauptsächlich nach unten Arme und Körper strecken. Und dann sehe ich, das kriegt er häufig hin. Dann ist es aber auch so, dass wenn der oben so ganz extrem gebeugt ist und man so ganz wenig Radius hat, dass das häufig zu anderen Problemen führt, wie zum Beispiel, dass derjenige zu steil reinkommt. Der braucht dann also eher so einen Schwung, bei dem er mehr Schulterdrehung hat und die Arme mehr so nach hier hin kommen. Und dann kann das auch schon mal sein, dass ich das korrigiere. Vor allen Dingen, wenn es auch eine Hand geht mit einem Schläger, der eher zu gelegt ist, dann kriegt er gleich so von hier aus die Korrektur, das zu machen. Da steckt jetzt eine ganze Menge drin, da steckt drin, Arm gerader, dann die Schultern mehr drehen und den Schläger aus der gelegten Position so mehr rauszubringen. Das ist also ganz was anderes, aber häufig ein Gefühl. Und dann kann das auch sein, dass ich das da oben betone, den Arm gerade zu machen. Aber es nützt alles nichts, wenn er unten eher wieder so ist. Das heißt also, auch da gilt immer, man muss eine individuelle Analyse finden, die demjenigen hilft und nicht irgendwie, naja, das ist wichtig oder das ist wichtig und das hilft jedem, weil das gibt es im Golf leider nicht. Halt, klicken Sie noch nicht weg. Ich hab noch was. Die kostenlosen Videos hier auf YouTube sind ja schon mit viel Liebe produziert, aber meine DVDs werden Sie umhauen. Ich habe 4 im Angebot. Die erste enthält die Geheimnisse des Golfschwungs. Die habe ich zwar im Winter drinnen produziert, aber die enthält Sachen, die müssen Sie als Golfer einfach wissen. Die zweite DVD enthält die Geheimnisse des Puttens. In einer Stunde verrate ich Ihnen alles, was ich übers Putten weiß. Es würde mich sehr wundern, wenn Sie danach immer noch so trainieren, wie Sie es jetzt sicher tun. Die dritte DVD verrät die Geheimnisse des Annäherns. Pitchen, 3 verschiedene Chip-Varianten und Bunkerschläge aus guten und schlechten Lagen. Hiermit können Sie Ihr Spiel wahrscheinlich am schnellsten verbessern. Die vierte DVD behandelt das Thema Fitness. Nach einem Jahr Training habe ich meinen Ball 20 Meter weitergeschlagen. Und Sie können das auch, wenn Sie richtig trainieren. Ich zeige Ihnen wie. Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio können Sie dann kündigen. Und Ihre Petsy-Bälle, Wackelbretter und Terabänder können Sie auch verkaufen. Alle DVDs kommen übrigens mit einer uneingeschränkten Geld-Zurück-Garantie, die ich mir nur zu geben erlauben kann, weil ich weiß, dass ich keinen Mist verkaufe, der dann zurückkommt. Klicken Sie einfach auf eines der Videos, um mehr zu erfahren. Und wenn Sie nichts kaufen wollen, dann schauen Sie sich noch ein bisschen in meinem Kanal um. Da gibt es über 100 kostenlose Videos. Am besten Sie abonnieren mich, dann bekommen Sie jedes Mal eine E-Mail, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Sie sahen ein Video von Oliver Heuler Golf. Lernen im Zeitraffer. Besuchen Sie Oliver Heuler auf Facebook, YouTube oder golfschule.heuler.de.